Hallo ihr Lieben, so ein Vlog, Vlog Nummer 2 aus meinem Alltag, Real Life. Ja, also bei mir stehen jetzt einige Veränderungen an in diesem Jahr, wir haben jetzt Februar und das macht mich gerade etwas wuschig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich habe das Gefühl, gerade mir wächst das alles über den Kopf und ich bin total aufgeregt und weiß nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ich finde ja eigentlich so Jammervideos doof, ne? Aber gut, ich will ja nicht jammern, ich möchte euch einfach mitteilen, was so die nächste Zeit anstehen wird. Das heißt, ich bin auf Wohnungssuche. Ich habe hier eine sehr schöne große Wohnung in Frankfurt und da stehen jetzt einige Umbauarbeiten an und ich werde höchstwahrscheinlich, wenn ich eine Wohnung bekomme, nach Potsdam ziehen. Und das gestaltet sich gerade äußerst schwierig, der freie Wohnungsmarkt, gerade in einer so schönen Stadt und ich weiß so eigentlich genau, wo ich hin möchte. Und ich habe jetzt auch eine kleine, süße Wohnung gefunden. Und da gibt es zig Bewerber. Nun ist für mich auch die Entfernung sehr groß, ne? Also ich kann jetzt nicht einfach mal sagen, okay, ich fahre da mal hin, so auf gut Glück und gucke. Das ist also echt schwierig. Und ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Und sage mir, okay, bleib ruhig, du kriegst das irgendwie alles hin. Und es wird alles gut. Ich glaube, das ist das Allerbeste, ne? Man hat sich ja so in seinem Leben eingerichtet und denkt, ja, das ist schön, jetzt ist das erstmal so, aber nichts bleibt so, wie es ist. Es ist alles immer in Bewegung, alles verändert sich ständig und man kann froh sein, wenn so ein Zustand, den man hat, der gut ist, den man für gut befindet, wenn man den irgendwie erhalten kann. Ne? Und ich habe auch nicht gedacht vor 10 Jahren, mein Gott, mit Mitte 50 oder fast Ende 50, wo die Reise, das normal, dass ich nochmal zu so einer großen Reise aufbreche. Aber es ist eben oft im Leben so, dass sich Prioritäten verschieben, Lebensumstände sich verändern, gewisse Dinge, die man jetzt nicht unbedingt will, dass man die trotzdem machen muss, sich damit anfreunden muss. Und ich habe festgestellt, dass es doch im voranschreitenden Alter schwieriger ist. Also mit 30 oder 40 wuppt man das alles irgendwie noch easier, also leichter. Ja, ich habe ja das groß angekündigt mit den Vlogs, aber wenn ich das jetzt wirklich weiter so mache, dann kriegt ihr diesen ganzen Mist mit, ne? Also von, ich muss mich auch wahnsinnig reduzieren, wenn ich mir vorstelle, was man also hat, obwohl ich jetzt, wie gesagt, nicht die Sammelfrau bin und mich sehr schnell von Dingen auch trenne und auch gar nicht so viel horte und konsumiere, aber trotzdem hat man einen Haufen Zeug, das fängt bei Klamotten an und hört bei Geschirr auf und man braucht ja komischerweise immer weniger, ne? Wenn sich eine Familie verkleinert, also wenn die Kinder aus dem Haus sind, gut, man hat sie ab und zu als Gast da zu Besuch, aber man braucht ja eigentlich gar nicht so viel. Ich habe das auch an meinen Eltern gesehen, die dann ins Altersheim gegangen sind, also in so ein betreutes Wohnen gezogen sind. Meine Mutter ist übrigens leider verstorben im letzten Jahr. Also Ende letzten Jahres, das hat mich auch sehr gebeutelt. Ihr habt das gar nicht mitbekommen. Ich habe das auch gar nicht groß an die Glocke gehängt. Aber ich habe mich mit meinem Vater unterhalten, also mit meinem Stiefvater. Der ist also mehr, also für mich sehr wie ein Vater, dass man gar nicht so viel braucht. Der hat sich also, ist aus einem großen Haus ausgezogen und wohnt in einem Zimmer. Und irgendwie langt das, ne? Also ich weiß auch nicht, ich habe jetzt wieder mal hier so, ich will auch keine Weltuntergangsstimmung irgendwie prophezeien, aber ich habe gerade so ein bisschen, ich schlinger gerade ein wenig und naja, ne, es soll ja authentisch bleiben hier und es ist nicht immer alles schön und gut und toll und tralala und hopsasa, das ist das Leben, ne? Das ist immer ein Auf und Ab und ein Hoch und Runter, okay, das ist das Gleiche, ein Für und ein Wider, Entscheidungen, die man trifft, weiß man nicht, sind die okay, das weiß man erst dann, wenn man sie getroffen hat, ob sie richtig waren oder gut für einen waren. Also da steht jetzt eine Menge an und ich weiß noch gar nicht, wie ich das so richtig realisieren soll mit euch auch. Also ob ich euch da jetzt mit behellige, mit meinem ganzen Krempel. Ich habe so eine Panik vor diesem Aussortieren und diesem Weggeben und wenn man jetzt, also wenn man das verkaufen möchte, zum Beispiel auf eBay, ich habe da versucht, einige Klamotten, wirklich schöne Klamotten zu verkaufen. Die Leute wollen nichts zahlen, obwohl ich jetzt nicht horrende Preise da, also erzielen möchte, ist es trotzdem sehr schwierig und dann denke ich mir, weißt du was, also das ist mir alles zu blöd, dann verschenke ich es oder ich gebe es in die Kleidersammlung. Das ist ja ein Riesenakt, auch wenn man jetzt privat was verkaufen möchte, man muss es fotografieren, dann muss man mit diesen Menschen im Kontakt sein, die sich dafür interessieren oder nicht, dann muss man es verpacken und so weiter und so weiter. Also da steht einiges an, Dinge, von denen ich mich dann trennen werde und trennen muss. Nun gut, also das fällt mir jetzt nicht so schwer, aber wisst ihr, wenn man so ein Riesenprojekt vor sich hat, dann ist man erstmal, also ich habe gerade wie so ein Brett vom Kopf.
ich weiß gar nicht, schaffe ich das? Na klar, wird man es schaffen. Am Ende, oder wenn es dann geschafft ist, dann, naja, war ja eigentlich in Ordnung. Ne? Also, ja. Also, es ist jetzt kein Frühstücksvlog oder hier, ich mache mich mal fertig Vlog. Das ist jetzt mal ein Vlog aus meinem Wohnzimmer. Ich habe mich jetzt mal hier hingesetzt und laber einfach drauf los, weil ich wollte, also diese authentischen Videos finde ich eigentlich okay. Und ihr habt ja auch geschrieben, weißt du, egal, ob du erzählst irgendwas, du kannst auch aus dem Telefonbuch vorlesen. Das fand ich übrigens ganz entzückend. Also ihr habt mir so, so, so schöne Kommentare geschrieben. Also da bleibt mir wirklich immer fast das Herz stehen. Ich meine Güte, ist das toll, so eine tolle Community zu haben. Und naja, dann nehme ich euch mal mit, ne, in dieses turbulente Leben und wer weiß, was da alles noch kommt, was sich da alles noch ereignet und erübrigt und auch mit Arbeit und alles nicht so easy. Nun denn, also ihr Süßen, ich habe euch jetzt ein bisschen voll gequatscht und werde jetzt mal, was werde ich jetzt machen? Ich muss einkaufen gehen und kochen. Ich bekomme heute Abend, also heute Abend kommt eins meiner Kinder zum Essen und mit dem möchte ich noch so ein paar technische Sachen, auch ein paar technische Probleme, die ich habe. Mit dem Computer bequatschen, obwohl ich also sehr viel auch gelernt habe in den anderthalb Jahren YouTube, aber doch gibt es ja einige Dinge, wo die jungen Leute irgendwie einfach das schneller kapieren und erklären können. Also gut, also das steht an heute und noch ein Handwerker kommt auch noch, also gut, ihr Süßen. Ich, also bitte verzeiht, wenn es jetzt so ein bisschen holprig ist am Anfang, aber ich beginne damit erst. Ich habe da noch nicht so die Routine. Bisher habe ich mich vor die Kamera gesetzt und habe euch erzählt, was man eingekauft hat oder was Trends sind. Also man hatte so Themen und jetzt rede ich einfach über mich, was mir so in den Kopf geht, was vor mir liegt. Das ist schon eine andere Art des Videomachens und da muss ich erst mal sehen, mal schauen, wie das angenommen wird. Ja, vielleicht findet ihr das ja total doof und bescheuert und bekloppt und beknackt. Dann kann man es ja auch lassen. Ne? Es ist alles irgendwie ein Versuch. Naja, also, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer über eure Feedbacks. Und bitte, bitte, ich lese wirklich jedes Kommentar und versuche auch jedes oder beantworte jedes Kommentar. Nicht versuche, ich beantworte jedes. Und ich finde es ganz zauberhaft, wenn ihr mir riesige Texte schreibt, aber ihr müsst bedenken, ihr schreibt mir nur. Also ihr schreibt mir und ich muss ja allen oder möchte allen schreiben, dass ich nicht mit riesigen langen Texten zurückantworte. Aber ich nehme das alles sehr zu Herzen. Es berührt mich auch sehr, was ihr schreibt. Und ich weiß auch, wer da ist. Ich kenne euch ganz genau. Also ob mit oder ohne Bild, ich weiß genau, wer mir lange schreibt, wer die treuesten Zuschauer, die sind eigentlich alle treu. Und ich habe ja auch schon Zuschauer dabei oder Zuschauer dabei, Zuschauerinnen dabei, die ganz, ganz lange dabei sind. Also von Anfang an, die mich hier gepusht haben und unterstützen. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Also schauen wir mal, wie dieses Projekt Kirsti Live Vlog, also aus meinem Leben, wie das so funktioniert. Ich wünsche euch immer das Beste, seid besonders gut zu euch. Ich werde es auch zu mir sein, das muss ich auch nicht, dass ich irgendwann zusammenklappe und in der Ecke liege, bringt ja auch nichts. Ne? Aber ich habe mir vorgenommen, das alles mit Humor zu sehen. Ich versuche es zumindest, also dass ich mit Humor die ganze Sache nehme, diesen Berg, der da vor mir liegt, über mich selber lache, sonst kriege ich einen Anfall und das bringt es ja auch nicht. Ne? Also wir Frauen sind ja stark, wir kriegen das ja alles hin, wir schaffen ja alles. In diesem Sinne, ich wünsche euch auch alles Liebe, das Beste. Wenn es euch nicht gut geht, haltet durch. Auch wenn ihr nicht gut schlaft, wir kriegen das alles irgendwie gewuppt. Ne? Wir Mädels und wir sind eine tolle Community und wir sind nicht allein und wir unterstützen uns hier gemeinsam. Also vielen lieben Dank und bis bald. Ciao.